Let's play. Ja, meine lieben Zelda-Freunde, herzlich willkommen zurück an dieser Stelle zu einer neuen Episode hier in Hyrule. Ja, wir sind kurz vorm Hateno-Institut, wo wir ja hin müssen. Wegen unserer Hauptquest, Zeldas Vermächtnis heißt sie ja. Und irgendein kleines, ominöses Mädchen scheint da das ganze Dorf hier irgendwie in Aufruhr zu versetzen. Weil die alle wissen wollen, was sie mit dem kleinen Mädchen auf sich hat. Die wollen halt alle sehen und keine Ahnung. Also ist anscheinend nicht von hier. Die kleinen Jungen von gerade meinten, dass es sich da aber wohl eventuell um ein Mädchen aus Kakariko handelt. Also zumindest ein Shika-Mädchen. Die Shikas kommen ja aus Kakariko. Dementsprechend wird es wohl aus Kakariko sein irgendwie. Und da ist es, das Institut. Wir sind so gut wie da. Hateno-Institut, Gefahr. Brave Kinder spielen besser anderswo. Natürlich. Die spielen da unten am Baum. Da stehen sie alle und spannen hier rum. Die kleinen Blagen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. So, was steht hier? Ja. Spielen mit den Laternen verboten, Eltern haften für ihre Kinder. Wir spielen nicht mit den Laternen. Alter, ist das da verschneit. Ich glaube nicht, dass wir da mit unseren Winterwams einfach nur so hochgehen können. Ich glaube, da brauchen wir eventuell ein paar mehr Winterklamotten. Was steht denn da schon wieder? Eltern haften für ihre Kinder, bla, bestimmt wieder irgendwie sowas. Gefahr, kehrt um, Kinder. Also ganz kleine Kinder können ja noch nicht mal lesen. Eigentlich sind die Schilder ja dann komplett für den Popo, möchte ich mal meinen. So, ah, was für eine Aussicht, ne? Und wo gucken wir hin? Wir gucken irgendwo ins Nichts. So, Hateno-Institut entdeckt. Was ist denn das hier Interessantes? So, was haben wir hier? Heiße Feuerschale, Finger weg. Was, das hier? Ist doch noch niemals an. Die Feuerschale. Ah, hier, ein Teleportationspunkt, der noch nicht aktiv ist. Oh, fettes Teleskop. Was beobachten die denn hier? In der Richtung irgendwas? Liegt in der Richtung das Schloss? Von Ganon? Nee, keine Ahnung. Kann man das Teleskop auch ausrichten? Nee, das sieht eher fix aus, würde ich sagen. Hm, was beobachten die denn da Interessantes? Glutling, ein knallroter Pilz, der vor allem in warmen, feuchten Gebieten vorkommt. Er schmeckt so feurig, wie er aussieht und macht als Kochzutat den Körper kälteunempfindlich. Ja, sehr gut. Eine Hacke. Wir wollen keine Hacke. Riesige Stufen. Eine zugemauerte Tür. Ein Sonnenschirm. Können wir hier durchgucken? Warum geht das nicht? Das ist diskriminierend. Ich will da durchgucken. Pff, verarsche. Hier könnten wir rein und öffnen. Oh. Etwas seltsamer Schmuck für auf dem Haus, finde ich, aber von mir aus. Gut, wir fangen von oben an und arbeiten uns dann nach unten vor, würde ich sagen. Guten Tag. Seltsame Formeln und alles an der Tafel hier. Tja, also. Nee, von mir aus. Oben ist schon mal nix. Was haben wir hier? Guten Tag. Ah, hier pennt der Typ. Oder die Frau oder wer auch immer. Dann geht's jetzt wieder nach ganz unten. Hätten wir mal unten angefangen. So, klopf, klopf. Ne, einfach eintreten. Hallöchen. Ich bin der Auserwählte. Das Ding ist ja nicht mal aktiv. Könnt ihr das mal hier anschalten? Wo ist denn der Strom? Ihr habt ja auch keine Ordnung, ne? Also, pff. Ah, ein kleines Mädchen. Sehr kleines Mädchen. Sieht komisch aus. Ein bisschen neunmal klug. Ja. Und das hier ist wohl der Anführer. Ich hoffe nicht die. Ich hoffe nicht die Kleine hier. Das gibt wieder Ärger. Was steht hier im Tagebuch? Erstmal Tagebuch. Der Shika-Sensor. Autor ist Symin.
Der Shika-Sensor ist eines der grundlegenden Module des Shika-Steins. Mithilfe eines Tons führt er den Nutzer zu den antiken Schreinen, in denen die Prüfungen für den Helden versteckt sind. Je näher man einem der antiken Schreine kommt, desto kürzer wird das Intervall zwischen den Tönen. Möchte man die Suche beenden, ist dies unter Karte Shika-Sensor aus möglich. Das wissen wir doch schon. Das wurde doch ganz am Anfang schon erklärt. Hallo. Pura, guten Abend. Das hier ist das Ateno-Institut für Antikenforschung. Möchten Sie dem Direktor sprechen? Mit dem Direktor sprechen? Ja, natürlich. Nun, der Direktor ist dort hinten. Er sieht sehr beschäftigt aus, also bitte fassen Sie sich kurz. Danke. Ah, was hat denn da für eine antike Flug... was weiß ich, Gestalter unter der Decke? Ja. Ja. Guten Abend. Ich wette, so viele Bücher an einem Ort hast du noch nie gesehen. Nee, ich war noch nie in der Bibliothek. Wir sammeln hier alle Dokumente über die Zivilisation der Antike, die wir finden können. Wie viele sind es? Schwer zu sagen. Ha! Was du da an dem Gürtel trägst, ist das etwa ein Shika? Ohne Zweifel, ein echter Shika-Stein. So ungern ich das zugebe, aber ich habe noch nie im Leben einen echten gesehen. Gibt ja auch nur einen, soweit ich weiß. Das ist faszinierend. Du musst mir sagen, welche Module er besitzt. Stasismodul? Aha. Magnetmodul? Aha. Ein Bombmodul und ein Kyromodul. Und was noch? Was noch? Das waren alle Module? Verstehe. Moment mal. Das ist aber kurios. Besitzt er denn nicht die Basismodule? Sie müssen irgendwie verloren gegangen sein. Ah, ich bin vielleicht ein Esel. Jetzt habe ich es ganz vergessen, mich vorzustellen. Mein Name ist Symin. Und du bist Link, oder? Du kennst mich? Imba hat mir alles erzählt. Sie sagte, wenn ich einen Jüngling mit Shika-Stein hier auftauchen sehen sollte, was weiß ich, nochmal, der Satz war komplett falsch. Sie sagte, wenn je ein Jüngling mit Shika-Stein hier auftauche, soll ich ihm helfen, wo es nur geht. Er sei unsere Hoffnung, die aus dem Schlaf des Lebens erwacht ist. Sein Name ist Link. Ah, da fällt mir ein, dass ich etwas Wichtiges vergessen habe zu sagen. Nicht dir, Link. Frau Direktorin, bitte nicht. Das ist ein waschechter Shika-Stein, Frau Direktorin. Oh, ich habe ganz vergessen, die Frau Direktorin vorzustellen. Sie steht direkt dort. Ich hab's gewusst. Das ist die Direktorin des Ateno-Instituts, die größte Expertin auf dem Gebiet der Antikenforschung, Pura. Ich hab's geahnt, ey. Kachika! Boah, ne, das soll die Beste auf dem... Ja, die macht doch lieber Selfies, wie irgendwelche Forschung zu machen. Ich bin selbst Wissenschaftler und bewundere Pura zutiefst. Ne, ich kann mir die nicht angucken. Ich habe das Glück, dass sie mich als Assistentin angestellt hat. Übrigens, ich muss dir ganz im Vertrauen etwas sagen. Die Direktorin mag wie ein kleines Mädchen aussehen, aber nein, nein. Du solltest es aus ihrem eigenen Mund hören. Bitte sprich mit ihr direkt darüber. Na gut. Hallöchen. Halt! Ist das ne... Nee, ich hab schon, ist eine Axt. Da bist du baff, wat? Nee, eigentlich habe ich es mir schon gedacht. Die Japaner haben ja so einen schrägen Humor. Das war eigentlich für mich schon klar. Nicht Simon ist der Direktor hier, sondern meine Wenigkeit. Kachika! Was ist denn Kachika? Weiß ich. Sag mal, Link, hast du im Schlaf des Lebens eigentlich geträumt? Ich muss schon sagen, du hast dich in den letzten 100 Jahren kaum verändert. Alles in Ordnung bei dir? Dass du jetzt unversehrt vor mir stehst, ist wohl der beste Beweis, dass alles gut gelaufen ist. Aber du siehst mich irgendwie so komisch an. Erinnerst du dich überhaupt noch an mich? Nein? Was? Ich bin bestürzt. Meine Welt bricht gerade zusammen. Dabei habe ich dich vor 100 Jahren in den Schrein des Lebens gebracht. Du hast mich gebracht? Ich glaube nicht, dass du mich tragen könntest, aber rede weiter. Als die Verheerung Ganon dich erwischt hat, dort habe ich dich in den Schlaf des Lebens versetzt, damit deine Verletzungen heilen. Ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen und trotzdem erinnerst du dich nicht an mich. Punkt, Punkt, Punkt. Wenn jemand im Schlaf des Lebens liegt, gehen seine Erinnerungen flöten. Gleich mal notieren. Oh, tut mir leid. Schlechte Angewohnheit von mir. Immer sofort Notizen machen zu müssen. Machen wir es doch so. Sag mir einfach, was du wissen willst. Du bist ein Kind. Unverschämtheit! Beziehungsweise, du kannst es ja nicht besser wissen. Das war nur ein kleiner Betriebsunfall. Ein gescheitertes Experiment. Oder naja, gescheitert ist es eigentlich nicht. Die Einzelheiten habe ich in meinem Tagebuch oben aufgeschrieben. Aber nur für die Wissenschaft. Nicht lesen. Oh, aber genug davon. Zurück zum Thema. Die große Rückkehr nach 100 Jahren. Wird unser Held die wieder erstarkte Verheerung Ganon besiegen können?
wird er unsere geliebte Prinzessin Zelda retten? Wenn du dich diesem Abenteuer stellen willst, dann werde ich dir dabei helfen, die verloren gegangene Basismodule deines Schickerscheins zu aktivieren. Ja, bitte. Ja, das war die richtige Antwort. Dann mach dich doch bitte gleich daran, diese Sache für mich zu erledigen. Was? Was schaust du denn so komisch? Du hast nicht geglaubt, ich würde den Schickerstein einfach umsonst für dich reparieren. Eigentlich schon. Interessant. Nach dem Schlaf des Lebens denkt man, alles dreht sich nur um einen selbst. Gleich mal notieren. Gut, dann erkläre ich dir mal, was du für mich erledigen sollst. Draußen vor dem Institut ist eine Feuerschale, leider ohne Feuer. Die haben wir gesehen. Also eigentlich nur eine Schale. Kannst du bitte die blaue Flamme aus dem Flammenborn holen und damit die Feuerschale draußen anzünden? Dann wird das Leitsteinchen aktiviert. Da kannst du die fehlenden Module wiederherstellen und fertig ist die Laube. Sagen junge Mädchen sowas wie fertig ist die Laube? Keine Ahnung, ich bin kein Mädchen. Was weiß ich? Naja, egal. Gut, dann viel Erfolg mit der blauen Flamme. Gut, wir haben die blaue Flamme gesehen. Dementsprechend weiß ich, wovon die reden. Und Hinterausgang. Aber wir lesen jetzt erstmal im Tagebuch. Hier oben irgendwo. Nee, hier oben nicht. Irgendwo ist das Tagebuch, hat sie gesagt. Oben. Tagebuch lesen ist unser Spezialgebiet. War das hier? Hier ist überhaupt nichts zum Lesen. Ne, das war dann ganz oben. Falls ich das überhaupt lesen kann. Bumsfallera untersuchen. Tatsächlich, da liegt ein Tagebuch. Lag das da gerade auch schon? Ne, das lag da gerade nicht. Entwicklungstagebuch für das Modul Jungbrunnen. Streng geheim. Zur ersten Seite. Monat, was weiß ich. Ist ja egal. Heute beginne ich mit der Entwicklung des neuen Moduls Jungbrunnen. Wenn das Projekt gelingt, werden wir Veteranen verjüngern und so unsere Armee stärken können. Mit so einer Armee könnten wir uns verteidigen, wenn die Verheerung Ganon wiederkehren sollte. Nicht nur Soldaten, auch Arbeiter aller Art können auf diese Weise verjüngt werden. Nicht nur für militärische, sondern auch für zivile Zwecke könnte dieses Modul einen großen Nutzen darstellen. Weiterblättern. Nächster Tag. Die Beta-Version des neuen Moduls Jungbrunnen ist fertiggestellt. Ich habe diese Funktion sofort meinem selbst hergestellten Schickerstein hinzugefügt. Ich selbst war das erste Testobjekt. Simon hat das Modul aktiviert und auf mich gerichtet. Nach 20 Sekunden Bestrahlungszeit fühlte ich mich erschöpft und fiebrig, weshalb wir das Experiment abbrachen. Ich werde heute früh zu Bett gehen. Die Analyse der Ergebnisse des Experiments wird bis morgen warten müssen. Weiterblättern. Zweiter Tag nach Einwirkung der Jungbrunnenstrahlen. Die starke Müdigkeit des gestrigen Tages ist verflogen. Beim Blick in den Spiegel fiel mir auf, dass meine Haare bis zum Boden reichen und meine Falten verschwunden sind. Der Jungbrunnen-Effekt ist tatsächlich eingetreten. Nur seine Geschwindigkeit weicht von meinen Berechnungen ab. Sofort weckte ich Symen und ließ mich eingehend untersuchen. Größe, Gewicht, Sehkraft, Bluttest, Elektrodiagramm, Knochendichte, alles entspricht einer 50-Jährigen. Das bedeutet, in nur einer Nacht habe ich mich um mehr als 70 Jahre verjüngert. Puh. Ich hoffe sehr, dass ich morgen früh nicht als Embryo aufwache. Weiterblättern. Dritter Tag nach Einwirkung der Jungbrunnenstrahlen. Beim Aufstehen fühlte ich mich voller Energie. So gut habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr geschlafen. Sofort eilte ich zum Spiegel und blickte in ein längst vergessenes Gesicht. Simon untersuchte mich erneut. Die Werte entsprechen heute denen einer 30-jährigen Chica. 30, so jung war ich, als ich nach der großen Verheerung die Forschung wieder aufnahm. Damals begangen meine Studien zur Erweiterung von Modulen wie dem Chica-Sensor. Als ich diese Arbeit abgeschlossen hatte, war ich bereits 80. Ich plane, dieses Modul dem Ritter zu geben, wenn er wieder erwacht. Ich bete, dass er damit Ganon besiegen wird, der Prinzessin Zelda verschlungert. Warum richten wir das Modul nicht einfach auch Ganon und machen den zum Baby? Fertig, aus ist die Geschichte. Egal. Vierter Tag nach Einwirkung der Jungbrunnenstrahlen. Die Untersuchung heute Morgen ergab, dass mein Körper auf dem Stand einer 20-jährigen Chica ist. Wie zu erwarten, sehe ich wieder so aus wie vor 100 Jahren, als die große Verheerung uns heimsuchte. Ganon. 10.000 Jahre lang war die Welt verschont geblieben, doch vor 100 Jahren entlud sich die angestaute Kraft. Tod und Zerstörung, die Erinnerung schmerzt noch heute. Schloss Hyrule, Prinzessin Zelda, wir verloren alles. Nein, nicht alles. Vor 100 Jahren wurde ich gerufen, um die Wunden eines übel zugerichteten jungen Mannes zu versorgen. Dieser Mann hieß Link. Link. Der jüngste Mann, der in Hyrule je zum Leibgardisten ernannt worden war.
ein phänomenaler Schwertkämpfer, der Prinzessin Zelda persönlich als Leibwache zugeteilt wurde. Ich konnte nicht fassen, dass dieser legendäre Ritter von der großen Verheerung so zugerichtet worden war. Naja, was soll man machen, ne? Das Königshaus von Hyrule und wir, die Gelehrten von Sheikah, vom Sheikah-Stamm, waren seit Äonen schicksalhaft verbunden. Doch ich hatte keine Wahl. Inmitten des Chaos brachten wir Zeldas Sheikah-Stein und den Ritter zum Schrein des Lebens. Ich versetzte ihn in den nur unzureichend erforschten Schlaf des Lebens. Mehr konnte ich nicht tun. Fünfter Tag nach Einwirkung. Nach dem Aufstehen stellte ich einen roten Ausschlag in meinem Gesicht fest. Eine eingehende Analyse ergab, dass es sich um gemeine Akne handelt. Weitere Untersuchungen zeigten, dass mein Körper sich auf den Stand einer etwa 15-Jährigen zurückentwickelt hat. Sie blickt mich zunehmend an, als nehme er mich nicht mehr ernst. Was für ein unprofessionelles Verhalten. Mein Bluttest lässt er mich nicht einmal an die Nadeln, als mache er sich Sorgen, dass ich mich damit umgehen kann. Ich frage mich, ob wir die Experimente in den nächsten Tagen fortsetzen können. Die blaue Flamme in der Feuerschale draußen wird immer schwächer. Ich hoffe, der Leitstein gibt nicht den Geist auf. Weiterblättern. Sechster Tag danach. Mein Körper hat sich weiter verjüngert und entspricht jetzt dem eines 6-jährigen Mädchens, also so wie jetzt gerade im Moment. Ich bin so klein geworden, dass ich an viele Dinge nicht mehr herangreiche. Man hat es nicht leicht als Kind. Ich frage mich, wann der Ritter endlich aus dem Schlaf des Lebens aufwachen wird. Wenn er nicht bald wiederkehrt, werden meine Bemühungen, den Sheikah-Sensor und so weiter zu verbessern, vergeblich. Doch auch wenn er erwacht, können wir uns wirklich sicher sein, dass er seinen Weg hierhin finden wird? Ja, ich bin auch hier. Am liebsten würde ich losziehen, um Link aufzuwecken, aber ich kann das Institut nicht in Symens Händen lassen. Den Körper einer 6-Jährigen zu leben beeinträchtigt meine Arbeit. Ich muss ein Modul entwickeln, das mich altern lässt. Nochmal weiterblättern. Siebter Tag. Die morgendliche Untersuchung ergab die gleichen Werte wie gestern. Ist der Verjüngungsprozess endlich beendet? Darüber hinaus ist mein Alterungsmodul Reifeschub nun in der Beta-Phase. Es sollte durch Bestrahlung des Objektes den Jungbrunnen-Effekt umkehren. Das ist zumindest die Theorie. Doch gerade als ich das Modul meinem Sheikah-Stein hinzufügen wollte, stellte der Leitstein seine Funktion ein. Sofort überprüfte ich die Feuerschale draußen und sah, dass die blaue Flamme verloschen ist. Ich schicke Simon zum Flammenbohren, aber aufgrund eines Regenschauers war sein Ausflug nicht vom Erfolg gekrönt. Auch ich versuche mein Glück, aber eines der Mädchen aus dem Dorf entdeckte mich. Ich musste fliehen. Ja, das ist das Mädchen, das die meinen. Das macht dann auch alles Sinn. Wir müssen uns mit Glaslaternen behelfen. Und an Forschung ist nicht mehr zu denken. Was sollen wir nur tun? Aufhören. Ja, sehr interessant. Dementsprechend braucht ihr jetzt auch das blaue Feuer, weil wohl sonst diese ganze Forschung von ihr nicht weiter betrieben werden können. Aber das holen wir ihr jetzt. Pass auf. Dafür ist ja hier die Fackel, ne? Die Waffentasche ist voll. Wir müssen was wegwerfen. Was können wir denn wegwerfen? Das verrostete, die helle Bade weg. Fackel nehmen wir mit. Und dann machen wir jetzt hier einen auf Fackelträger. So ein bisschen wie bei den Olympischen Spielen. So. Hateno. La 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 la. Wahrscheinlich müssen wir das dann von Fackelstation zu Fackelstation tragen. Da vorne ist ja irgendwo eine gewesen. Ich glaube, hier neben dem Baum war schon eine, ne? Ja, da sieht man sie schon. Ganz, da ist, ja. Perfekt. Also von Punkt zu Punkt tragen. Und dann kriegen wir das schon hin. So. Und angezündet. Ach. Aber man kann nicht sprinten dabei, ne? Das ist ja, das ist doof. Aber springen können wir. Das ist schon mal immerhin etwas. Jetzt nur nicht ins Wasser plumpsen. Tja, das war knapp. So. Weiter geht's. Ausschau halten, Ausschau halten. Nach dem nächsten... Ist da oben? Ist das da? Muss ich mal gucken. Denn das wird nicht ewig brennen, das Ding. Irgendwann ist der Stock zunichte. Dann ist er kaputt. Ja, perfekt. Habe ich doch richtig gesehen. Gut, wo ist das nächste Ding? Da hinten. Okay. Und weiter. Ist man, wenn man springt, schneller? Ich weiß es nicht. Ein Fackelträger, da 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 da.
und Link trägt das olympische Feuer zur nächsten Station. Keine Ahnung, was hier für ein Scheiß gerade laber. Hoffentlich regnet es jetzt nicht gleich. Das sieht schon so düsig aus. Weiter. Hat diese schönen Effekte. Und weiter. Was? Hier ist ein Schild? Das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Hateno-Strand. Okay, da müssen wir gleich hin. Wegen den ganzen Monstern. Die müssen wir verkloppen da, angeblich. Das ist jetzt aber schon ein weites Stück zum Laufen, ne? Bis zu der Fackel da. Oder bis zu diesen Fackel... Was weiß ich. Wie heißt das? Laterne? Kann man Laterne sagen? Hört sich irgendwie St. Martins-mäßig an. Wir entzünden die ganzen Lichter. Das ist unser Job hier. Ach, da sind wir ja schon. Sehr gut. Hallo. Sehr perfekt. Ha, aktiviert. Den Teleporter. Hateno-Institut wurde als Teleporterziel aktiviert. Mach die Fackel weg. Zeldas Vermächtnis, Tagebuch öffnen, ja. So, dann aktivieren wir mal das Ding hier. Darf ich nicht? Kann ich nicht? Soll ich nicht? Sprechen. Hast du es gelesen? Natürlich nicht. Du brauchst gar nicht zu lügen. Ich hab dich durchschaut. Kleine Sünden bestraft die Göttin sofort. Leitstein aktiviert. Alle Module auf dem Schikastein wurden gelöscht. Was? Willst du mich verarschen? Alle Inhalte des Schikasteins wurden gelöscht. Schau es dir an, wenn du mir nicht glaubst. Dieses kleine, widerliche Gör, ne? Scherz. Ich kann die Stimme vom Leitsteinchen gut imitieren, oder? Verwenden junge Mädchen Wörter wie imitieren? Ne, ich glaube nicht. Naja, egal. Kachika, vielen Dank, Link. Guck doch mal da. Der Leitstein wurde aktiviert. Daran ist nichts Mysteriöses. So funktioniert er nun einmal. Hihihi, mein süßer Leitstein. Da gerät mein Forscherblut in Wallung. So, die Basismodule des Schikasteins sind schon so gut wie wiederhergestellt. Los, dann ruf mal ganz laut. Kachika, komm schon. Du brauchst dich nicht zu schämen. Kachika mit ganzen Punkten. Machen wir mal. Nicht gerade enthusiastisch, aber gut. Alles klärchen, die Reparaturen des Schikasteins kann losgehen. Leitstein, Sperre aufgehoben. Packen wir es an. Alles gut, alles klar. Rein damit, umgedreht. Ha, Schikastein erkannt. Fotomodul, Hyrule Handbuch, Album, fehlende Funktionalität bestätigt. Reparaturvorgang initialisiert. Geil, jetzt können wir Selfies mit dem Ding machen. Das ist natürlich wichtig, dass es diese Funktion gibt. Also... Ohne diese Funktion hätten wir gar noch nicht besiegen können. Ist extrem wichtig. So, was ist jetzt? Ha! Fotomodul. Erstelle ein Bild deiner Umgebung. Aufgenommene Fotos werden im Album gespeichert. Wenn du ein neues Objekt fotografierst, wird automatisch ein Eintrag im Hyrule-Handbuch hinzugefügt. Du hast ein Modul erhalten. Okay. Was ist das denn? Das sieht interessant aus. Das sieht ja lustig aus. Man kann alle möglichen Tiere und so weiter fotografieren. Jetzt werden wir zum Fotografen. Das gefällt mir. Reparaturvorgang abgeschlossen. Tö. So. Und fertig. Na, ist wieder alles aktiv? Lass mal sehen. Da, guck mal. Fotomodul, Hyrule-Handbuch, Album. Ja, yep, alles wieder da. Dann legen wir gleich los. Mach doch mit dem Fotomodul gleich mal ein Foto von mir. Natürlich. Fotografier mich. Weißt du, wir müssen Ganon aufhalten. Wir machen hier Fotostudio-Sessions oder was? Hier. Bitte einmal lächeln. Kannst auch lächeln. Ja, ist egal. Und, ich kann zoomen. Hier, nur die Hackfresse. Und Katsching. Nee. Muss schon die Augen aufhaben. So, besser. Speichern. Da.
Katschika! Und, wie läuft es mit dem Fotomodul? Hast du schon ein Bild gemacht? Ich hoffe, es zeigt meine Schokoladenseite. Natürlich hier. Ah, ich bin gespannt. Zeig schon, zeig schon. Da. Wenn das nicht gut aussieht. Wer ist denn diese reizende junge Dame? Ach, das... Bin ich das? Tut mir leid, ich war gerade verblüfft, ehrlich. Das war nicht gespielt. Nee, überhaupt nicht. Nanu, neben dem Foto dieses hinreißenden Mädchen sind ja schon irgendwelche alten Fotos im Album. Prinzessin Zelda muss damals das Fotomodul verwendet haben. Ob die ein paar erotische Fotos geschossen hat damals? Gucken wir gleich mal rein. Du warst doch Zeldas Leibwächter. Warst du denn nicht anwesend, als sie diese Fotos aufgenommen hat? Also wenn es die Fotos sind, von denen ich denke, dass es sind, dann war ich da bestimmt nicht dabei. Oder vielleicht doch? Ich weiß es nicht. Ach, ich vergaß. Du hast ja das Gedächtnis verloren. Ja, natürlich. Aber vielleicht können diese alten Fotos dir helfen, deine Erinnerungen wieder zu erlangen. Eventuell. Vielleicht sprichst du am besten mal mit Impa darüber. Sie kannte die Prinzessin besser als ich. Ach ja, noch was. Eine Bitte, wo du schon mal dabei bist. Bring mir antike Materialien, gerne auch erst nachdem du bei Impa warst. Wenn du sie zu mir oder Robello vom Akala-Institut bringen könntest, würdest du mich richtig glücklich machen. Meine Zufriedenheit ist eigentlich Lohn genug, aber wir geben dir für die antiken Materialien noch etwas Feines. Dann los. Natürlich. Das ist jetzt meine Fresse. Gucken wir uns... Ja. Ja, meine lieben Freunde, das war es dann auch schon wieder für diese Episode. Wir haben das extrem wichtige und ich betone es noch einmal, unverzichtbare Fotomodul unseres Shika-Steins aktiviert. Ohne dieses Modul hätten wir den Kampf mit Ganon gar nicht erst aufnehmen müssen. Wir wären sofort verkackt. Das ist einfach so. Das ist, ich habe keine Ahnung, inwiefern das... Ich meine, das kann jetzt nicht jeder verstehen. Ich selbst scheine es auch noch nicht ganz zu begreifen. Aber ganz am Ende des Spiels, in 500 Episoden oder so, werden wir vor Ganon stehen und werden herausfinden, dass wir das Fotomodul unbedingt brauchen, um ihn besiegen zu können. Da bin ich fest von überzeugt. Das muss so sein. Ja gut, in der nächsten Episode werden wir uns ein bisschen die Fotos des Shika-Moduls angucken, die noch gespeichert sind. Vielleicht sind es ein paar freizügigere Fotos. Wer weiß das schon? Ich meine, wer weiß, was die Zelda da für Fotos gemacht hat. Wir werden es rausfinden. Und wir werden natürlich Impa einen weiteren Besuch abstatten. Nun gut, ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.